Erste Szene, der Neger sitzt, der Schaffner kontrolliert die Frau. Der Neger sitzt. Zweite Szene, der Neger geht. Frank. Ja, der lustige Harald Schmidt. Geht das jetzt so weiter mit diesem behäbigen Fernsehen? Jetzt kommen wir zu dem ersten richtigen Highlight heute Abend. Ach was. Und zwar jenes, von dem du so ein bisschen schon was weißt. Ja. Werd da nicht so ganz viel erzählen. Das Spiel erklärt sich auch von selber. Es nennt sich Heiß oder Kalt. Lief in den Anfang der 70er Jahre im dritten Programm des Süddeutschen Rundfunks. Ich konnte übrigens recherchieren, der Moderator, der Herr Reichelt heißt er, glaube ich, oder Reichert, müssen wir nochmal, Reichert, ist letztes Jahr auch erst verstorben, mit Ende 80. Und ja, der leistet sich ein paar Dinger, da werden wir gleich noch zu drüber reden haben. Okay. Und ja, es ist ein Quiz, wo man anrufen konnte und der Rest erklärt sich, wie gesagt, gleich von selber. Gut. Heiß oder kalt? Okay, bin ich gespannt. Ja, viel Spaß. Danke. Heiß oder kalt? Wie lange geht das? 33 Minuten. Ah, das scheint von der ganzen Sendung mal zu sein. Na, dann gucken wir doch mal, was das ist hier, ne? So, bitteschön. Ein tiefgefrorenes Telefon. Das war Mucke wenigstens. Hans-Dieter Reichert. Recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Sendereihe Heiß oder Kalt. Was wir in dieser Sendung vorhaben, ist ein Spiel mit Ihren kleinen grauen Zellen, ein Spiel mit Logik und Verstand. Sie brauchen kein Fachwissen mitzubringen, um damit machen Kabine. Zu können. Was Sie aber brauchen, ist eine Postkarte, um uns Ihre Lösungen zu schicken. Die Anschrift und alles andere sage ich Ihnen später. Und jetzt müssen wir erstmal den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Das heißt, vor dem ersten Spiel das zweite vorbereiten. Unsere Sendung besteht nämlich aus zwei Elementen, aus Denksportaufgaben und aus einem Telefonspiel. Wir haben Sie in den letzten Wochen über die Presse und über das Fernsehen immer wieder aufgefordert, doch mitzumachen, uns Ihre Telefonnummern zu schicken. Und Sie haben mitgemacht, zigtausende von Postkarten sind gekommen. Und aus diesen Tausenden haben wir wiederum 1000 vorausgelost. Hier sind Sie in diesem Kasten. Und aus diesem Kasten werde ich die Mitspieler der heutigen Sendung ziehen. Die Mitspieler und die Reservisten. Eins... Zwei. Oh Gott, drei. Ja. Vier. Der jetzt ganz vorne. Fünf, der sagt, oh, meine Postkarte ist ganz vorne. Sechs, ja, die wird natürlich nicht genommen. Der grüne Kopf sieben, da mit dem. Acht. Neun. Und die zehn. Hat doch die genommen. Das also sind die erste zehn. Genommen. Und es wird gleich klingeln in Düren in der Schöllerstraße 12. In München, in der Senftenauer Straße 100. Wie die Adressen alle so genannt wurden. Dann, ja, da habe ich nur ein Telefon drauf mit der Vorwahl 0221. Köln. Die Stadt ist nicht angegeben. Köln. In Berlin, in der Meinecke Straße 5. Und den Rest darf ich mir fürs Erste sparen. Den erledigen die Kollegen hinten in den Telefonhäuschen. Die wollen ja auch ein bisschen mitspielen bei Heiß oder Kalt. Und damit sind auch die Vorbereitungen für unser Telefonspiel bereits abgeschlossen und wir kommen zu unserem ersten Denkspiel, bei dem Sie alle mitmachen können. Sie alle. Wir haben den Schweizer Kabarettisten César Kaiser hier bei uns im Studio. Er wird Ihnen die erste Denkaufgabe in Form eines Sketches stellen. Machen Sie sich ruhig Notizen. Es geht immerhin um 500 Mark und Sie sind dabei. Bitte, César Kaiser. Hallo, Schlipsmacher. Schuhmacher. Wer bitte? Der Herr Ameyer freut mich. Ich freue mich ja so noch vor der Vorstellung von Ihnen allen. Vollzählig versammelt müssen Sie sein. Ja, ich weiß, aber heute ist doch der siebte und da Sie ja jeden Tag und der Herr Gehringer jeden siebten Tag und die anderen Herren dazwischen. Moment bitte. Was sagst du, Clara? Der E-Bader. Ameyer, B. Müller, C. Huber, D. Brunner, E. Bader. Jeden fünften Tag. Wieso?
Was gibt's denn da auszurechnen? Das ist doch ganz einfach. Entschuldigen Sie bitte, meine Frau sitzt in der Küche und rechnet und dabei muss ich in wenigen Minuten essen, damit ich rechtzeitig... Clara, mein Hirn! Wenn ich Vorstellung habe, muss ich spätestens um 5 etwas gebackenes Hirn essen, ja. Wegen dem Text, verstehen Sie? Und anschließend komme ich, wie gesagt, sofort zu... Wie bitte? Das ist eine echte Comedy-Legende, der Typ. Kennen wir alle, ne? Was, nur Sie und der Gehring? Aber das verstehe ich nicht. Ja, und morgen? Ach so, nein, morgen ist ja der 8. Tag, das heißt eigentlich wieder der 1. Da sind nur Sie im Club und der Herr B. Müller auch, weil es ist ja auch der 2. Tag, wenn man von Anfang an rechnet. Und der C. Huber, der kommt alle 3 Tage, das ist erst wieder übermorgen. Da sind aber, ist der B. Müller nicht da. Ja, sagen Sie, wann sind Sie denn alle vollzählig... Was heißt selber ausrechnen? Bin ich Mathematiker, Herr Aasgeier, oder Schuhmacher? Herr Ameyer, ich meine Schauspieler. Moment bitte. Clara, es riecht. Was ist los? Was hast du ausgerechnet? Wann die Herren vollzählig versammelt sind? Ja, das weiß ich auch. Heute jedenfalls nicht. Hören Sie, Herr A. gehängt. Ja. Und der Schlips? Soll man dazu jetzt sitzt. Fragen beantworten? Jetzt, nachdem ich ihn... Wann erst brauch? Aber Clara, ist ja hirnverbrannt. Hirnverbrannt. Auch das noch. Wehe, wann wohl wird die Ehre dem Mimen zuteil? Wer wohl weiß wann? Ich hab nichts verstanden. Was erzählt der da? Steht gar fahl am Muss man da jetzt Fragen zu beantworten, oder was? Backt das edle Rahmenschwarz. Wer wohl weiß wann. Wir wollen also von Ihnen wissen, meine Damen und Herren, nach jeweils wie vielen Tagen ist der Stammtisch der sieben Herren vollzählig? Nach jeweils wie vielen Tagen ist der Stammtisch der sieben Herren vollzählig? Wenn der erste jeden Tag, der zweite jeden zweiten, der dritte jeden dritten, der vierte jeden vierten, der fünfte jeden fünften, der sechste jeden sechsten und der siebte jeden siebten Tag an den Stammtisch kommt. Das ist die Frage. Und wenn Sie uns diese Zahl auf einer Postkarte schicken können, dann können Sie 500 Mark gewinnen. Bitte was? Was? Ich habe noch nicht mal eine ansatzweise eine Idee, was die Antwort sein soll. Wann ist der Stammtisch vollzählig? Wenn der erste am ersten Tag, der zweite am zweiten Tag, der dritte am dritten Tag? Kann jemand die Frage beantworten? Ja, schade, dass man die Postkarte schicken muss. Das heißt, er löst es ja nicht auf in der Sendung, offenbar. Kriegen wir denn überhaupt irgendwelche Lösungen serviert? Oder muss man immer nur Postkarten die ganze Zeit schreiben? Wann ist der Stammtisch vollzählig? Wenn der erste am ersten Tag, der zweite am zweiten Tag... Denn ist ja nie vollzählig, oder? Weil jeder ist doch immer... Jetzt kommt doch immer nur einer pro Tag. Würde ich sagen. Wäre jetzt meine Antwort. Die fünfte Tochter heißt Monika, ja genau. Na gut, ich weiß es nicht. Sie können aber noch mehr gewinnen, denn wir stellen im Verlauf dieser Sendung noch 2 weitere Denksportaufgaben dieser Um Gottes Willen. Diese Denkaufgaben sind aber nur der eine Teil unserer Sendung. Der andere Teil ist unser Telefonspiel, das der Sendung auch den Namen gegeben hat, heiß oder kalt. Sie alle kennen dieses Spiel, Sie haben es vielleicht als Kinder auch gespielt. Man hat etwas versteckt und der Sucher, der nun also auf dem Weg zu diesem Gegenstand war, der wurde immer geleitet mit Er ist ja auch ein echter Entertainer-Typ. Kühl, hier, ne? Kalt, es wird wärmer, warm, heiß. Wenn er sich wieder entfernte, kühl, kalt, etc. Das kann man ja beliebig variieren. Wir verstecken allerdings keine Fingerhüte in dieser Sendung. Wir verstecken ein einfaches deutsches Wort und dieses Wort sollen Sie jagen. Und der springende Punkt, den Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen, Sie sehen ihn oben in diesen Kreisen, jetzt geht er weg, dieser springende Punkt ist für Sie eine optische Stütze. Wenn er sich diesen Kreisen nähert, dann kommen Sie der Lösung näher. Wenn er sich entfernt, dann entfernen Sie sich von dieser Spaß am Montag. Lösung. Sie haben genau eine Minute Zeit zu fragen. Also 60 Sekunden können sehr lang, aber auch sehr kurz sein. Und das Schlüsselwort unserer Sendung ist hier verpackt in diesem gläsernen Safe. Ja, und jetzt könnten wir eigentlich anfangen zu spielen. Das erste Telefon ist da. Ich bin verbunden mit
Karl-Heinz Grund in Düren, stimmt das? Ja, stimmt. Schöllerstraße 12. Einen recht schönen guten Abend, Herr Grund. Guten Abend, Herr. Sie sind der Erste, der heiß oder kalt spielt. Soll ich Ihnen zur Fragestellung noch ein bisschen was sagen? Frank schreibt mir gerade, er hat am Ende den Anfang der zweiten Folge drangehängt. Das heißt, wir erfahren die Lösung noch auf das Rätsel. Gut, das beruhigt mich sehr, damit wir nicht dumm sterben hier. Sehr gut, Frank. Es ist Ihnen klar, wie Sie fragen müssen, abstrakt, konkret etc. Gut, wollen Sie anfangen? Nee. Sie haben 60 Sekunden ich Zeit. Mal so Sie an. Sehen dann diese Zeit ablaufen auf dem Bildschirm und Sie sehen den springenden Punkt. Wollen Sie anfangen? Abstrakt. Die Uhr läuft. Ja. Nein, konkret. Konkret. Lebewesen. Da sehen Sie, wo der Punkt ist. Ja. Tier. Sie sehen, der Punkt bewegt sich den Kreisen nicht zu. Gegenstand. Da kommen wir der Sache näher, da wird es ein bisschen wärmer. Ach so. Ja. Mineral. Oh, Sie sehen, der Punkt reagiert wenig. Das will er nicht so recht. Gebrauchsgegenstand. Da kommen wir in die warmen Zonen. Chemie? Manchmal, ja. Frag doch schneller, Junge. In 60 Sekunden. Oh Gott. Ja, 15 Sekunden noch. Ja, Gebrauchsgegenstand war schon nicht ganz mal ansatzweise eine Lösung. 10 Sekunden haben Sie schneller, noch. Frag doch. Gegenstand. Kann man nicht sagen, kalt. Noch 4, noch 3, ja, noch 2. Ja, leider ist es ja. Rum. Es tut mir leid. Aber mit dem Gebrauchsgegenstand waren Sie schon ziemlich in der Nähe. Diesen Gegenstand kann man sehr wohl gebrauchen, und zwar jeder von uns. In der Küche hätte man fragen können, manchmal zu jeder Tageszeit. Mein Gott. Herr Grund, Sie haben, obgleich Sie jetzt nicht gewonnen haben, trotzdem einen Grund zur Freude. Denn Sie waren der Erste in dieser Sendung und Sie hatten es besonders schwer natürlich mit dem Raten. Wir machen Ihnen ein kleines Geschenk. Was trinken Sie denn beispielsweise gern? Wein, Bier? Schnaps, also mehr, Whisky. Mehr starke Getränke. Mehr starke Sachen, die, ja. Die Klaren aus dem Norden. Die Klaren, kann man, aus, dem Norden, die Klaren aus dem Norden, die trinken Sie gerne. Ja, wie wäre es denn, wenn wir Ihnen vielleicht in den nächsten Tagen mal 10 Flaschen Klare aus dem Norden zur Auswahl schicken würden? Wären Sie damit einverstanden? Ausgezeichnet. Ja. Dann wünsche ich Ihnen jetzt schon ehrlich Prost. Jetzt? Und bedanke Danke. Mich fürs Mitspielen. Bedanke Adieu, Herr Grund. 10 Flaschen Klare. So, wenn Sie Ihren Rundfunkbeitrag schon bezahlen, dann können Sie wenigstens einen ansaufen. Auf unsere Kosten. Sag mal, das gibt's ja gar nicht. 10 Flaschen Klare. Wie geil ist das denn? Das finde ich, das ist, irgendwo ist das geil, ne? Das, ich finde, das hat was, finde ich. So, nicht so einen, politisch korrekten Scheiß da schicken, was keiner braucht. So, eine Kiste mit Schnaps und und dann geht's los. Meine Damen und Herren, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Gebrauchsgegenstand ja. Wurde gesagt. Wir alle haben ihn, wir alle brauchen ihn. Ich sage Ihnen auch noch dazu, es sind verschiedene Materialien, mit denen dieser Gegenstand gefertigt gemacht wird. Das nächste Gespräch ist da. Das ist Herr Werner Ritter in Berlin, Meinecke Straße 5, stimmt's? Ja, der hat's ja einfacher jetzt. Einen recht schönen guten Tag, Herr Ritter. Sie haben das Spiel verfolgt. Sie sind auf dem Stand der Dinge. Ja. Sie wissen auch, wie man fragt. Sie wissen auch, dass man viel fragen muss, um der Lösung ein bisschen näher zu kommen. Habe ich leider versäumt, den Anfang. Den Anfang haben Sie versäumt, aber Sie haben die Definition noch mitbekommen, Gebrauchsgegenstand, ja, aus vielerlei Materialien. Wir alle haben ihn. Wollen Sie anfangen? Löffel. Ja. Wollen Sie anfangen? Ja, bitte. Gut, schön, oh, die Uhr läuft. Sie sehen es auf dem Bildschirm. Oh Gott. Ja. Bitte schön, fragen Sie. Ja, also, eine Krawatte? Eine Krawatte, nein, kalt. Handtuch? Kalt. Frag doch erstmal dich dahin. Küche, Bad. Sie sehen den Punkt. Ein Oberhemd. Kalt. Es ist kein Kleidungsstück offensichtlich. Eine Uhr. Kalt. Ein Schuh. Sagen Sie noch ein bisschen was dazu. Ja, Schuhe. Schuhe. Ausgezeichnet. Ach so. Ja. Es ist nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu begreifen. Da hat er aber Glück gehabt.
Gratulation. Da würde ich mal sagen, das Glück ist mit den Doofen. Ne? Ich meine, er sagt einfach irgendwas. Krawatte, Hemd, Schuhe und dann ist es das tatsächlich. Wie kommt denn der Stück? Es war das auch noch gar nicht von Kleidungsstücken die Rede gewesen. Es hätte ja auch genauso gut ein Löffel sein können oder eine Lampe oder irgendwas. Gratulation, ich mach das Ding jetzt mal auf, ich zeig's Ihnen. Na, lieber nicht. Und was kriegt... Sie sehen's. Was kriegt denn der jetzt als Gewinn, wenn schon der Trostpreis 10 Flaschen Schnaps sind? Er kriegt jetzt ein ganzes Jahr, darf er sich in einen Weinkeller einschließen und sich ordentlich hinter die Binde kippen, oder was kriegt er jetzt? Ist es zu sehen. Jawohl. Schuhe, ja. Sie haben 400 Mark gewonnen. Was würden Sie damit anstellen? Schnaps kaufen. Wissen Sie das schon, was Sie dafür kaufen? Nein, noch nicht. Noch nicht? Aber... Ich nehme es zu einer Reise. Sie nehmen es zu einer Reise. Gut, dann bedanke ich mich fürs Mitspielen. Es wird Ihnen per Post überwiesen oder auf Ihr Konto, wie Sie wollen. Das machen wir nach der Sendung mit Ihnen noch aus. Recht schönen das Dank. Telefon. Vielen Dank fürs Mitspielen. Wiederhören und auf Wiedersehen. Wiederhören. Ja, und was ist das? Was tut das so? Ich kann mir da kein Tiers drauf machen. Ah, nee. So. Ich dachte, bei uns, dachte ich jetzt. Schon gut, dass es in der Sendung nach dieser ersten Telefonrunde, meine Damen und Herren, kommen wir nun zu unserer zweiten Denkaufgabe, bei der Sie wieder alle mitmachen können. Ich ahne fürchterlich. Und bei dir wieder 500 Mark. Jetzt mal genau zuhören, sind. Ich sag auch nichts. Die eigentliche Aufgabe beginnt dann, wenn dieser grün gestrichene, hoffnungsvoll grün gestrichene Kopf auftaucht, verbunden mit diesem akustischen Signal, das Sie soeben hörten. Sie wissen, meine Damen und Herren, dass in der Werbung nur Höchstleistungen akzeptiert werden und da eben auch nur Denkhöchstleistungen recht oft. Die lassen sich ganz gut verkaufen. Eine erfolgreiche und unverwechselbare Persönlichkeit ist der Düsseldorfer Werbefotograf Charles Wilb, der Ihnen auch die zweite Denksportaufgabe stellen wird. Es geht wieder um 500 Mark. Die Schuhe wurden ja erraten. Und der Starter in der zweiten Telefonrunde ist Helmut Ziemann aus Wittersdorf. Hey, hallo. Unter Gottes Gnaden habe ich... Wo ist denn die Denksport? Hast du die rausgeschnitten, die Denksportaufgabe, oder fehlt die jetzt? Da war jetzt ein Schnitt gerade, ne? Mann, da war ich mich gerade innerlich darauf eingestellt, dass ich eine Denksportaufgabe kriege. Das ist ein bisschen ein Schnitt. Frank, was soll das? Gelesen, 129. Ja, das richtig. Einen recht schönen guten Tag, Herr Ziemann. Sie wissen, wie unser Spiel funktioniert. Bitte fangen Sie an. Sie haben den Punkt, der sich diesen Kreisen nähert oder sich von diesen entfernt. Fragen Sie viel, die Chance wird größer. Bitte schön. Gebrauchsgegenstand? Kann man nicht sagen. Kühl. Aus Textil. Kalt. Werkzeug. Kalt. Plastik. Plastik? Ja. Kalt. Ja. Metall. Kalt. Blume. Kalt. Ein Tier? Kalt. Kein Lebewesen? Kalt. Spielzeug? Kalt. Kleidungsstück? Kalt. Auto? Kalt. Zähne? Kalt. Fahrrad? Kalt. Fernseher? Kalt. Noch 10? Noch... Bild? Kalt. Kalt. Getränk? Kalt. Wird ein bisschen wärmer, aber immer noch kühl genug. Es tut mir leid. Ich muss da mal schnell die Uhr umstellen, so, das ist geschehen. Ja, es hat leider nicht geklappt, aber Sie waren ja ein Starter. Sie hatten es wieder mit einem Handicap zu tun, weil Sie der Erste waren. Sie bekommen von uns ein Geschenk. Vorhin, das haben Sie ja mitbekommen, wurden 10 Klare in den Norden gegeben. 10 große Klare, was wollen Sie denn haben? Wollen Sie Wein aus dem Süden oder? Na, überlegen Sie doch mal. Sie können natürlich auch Zigarren wünschen oder irgend sowas. Oder Tee, so viel Sie wollen. Ja, schicken Sie auch mal ein paar Klare. Ein paar Klare, ja. Ja, genau. Gut, die Klaren werden zugestellt, auch 10. Wollen Sie 10 von der gleichen Sorte oder sollen wir ein bisschen mischen? Wir können ein bisschen mischen. Gut, mischen wir. Recht schönen Dank. Wiederhören. Hauptsache, es ballert rein. Das ist die Hauptsache. Und der Nächste ist auch schon da. Wer ist das? Die Karte bitte, Herr Adelmann. Das ist Herr Köck aus München, Senftenauer Straße. Habe ich richtig gelesen? Ja, richtig. Grüß Gott, Herr Köck. So, Herr Köck, wie schaut's aus? Wollen wir? Also Getränk war ja schon mal erst erraten, ne? Die Uhr läuft. Getränk? Das ist ein Ferienartikel. Was für ein Artikel? Urlaubsartikel. Kalt. Speisen.
Sie werden warm. Delikatesse? Warm, kalt, kühl. Ist das überhaupt was von mir zum Essen? Da sind Sie warm. Schweinsfleisch. Da denken Sie als Münchner dran. Ja, das ist es nicht. Suppe. Würstel auch nicht. Erbsensuppe. Früchte. Früchte? Kalt. Käse. Oh. Hat es geschafft! Hat es geschafft! Es ist nicht Käse. Zu fassen! Es ist einfach nicht zu begreifen! Ich zeig Ihnen den Käse auf der Karte. Ja, also 400 Mark waren drin. Die kriegen Sie per Post oder aufs Konto, wie Sie wollen. Da klingelt die Uhr wieder, die habe ich jetzt abgestellt. Sie werden Ihnen zugestellt in den nächsten Tagen. Aber bleiben Sie doch bitte noch ein bisschen am Apparat. Sie können mir nämlich jetzt beim Spielen auch noch ein bisschen helfen. Wir haben nämlich hier ein neues Spiel vorbereitet. Und Sie bitte überlegen sich jetzt schon mal einen kurzen deutschen Satz. Irgendeinen kurzen deutschen Satz, der Ihnen besonders schön im Ohr klingt oder gut gefällt. Und ich melde mich dann wieder. Sie bleiben bitte am Apparat. Okay, machen wir so, danke. Meine Damen und Herren, hier im Studio haben wir nämlich einen Gast aus Berlin. Es ist Katja Nick. Einen recht schönen guten Tag, Frau Nick. Vielen Dank, dass Sie zu uns nach Gott, Stuttgart schön. Gekommen sind. Und vor allem recht herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. Aber Sie sind nicht hierher gekommen, um Geburtstag zu feiern. Das klingt ungeheuer spannend, aber ich kann leider... Die war auch mal bei TV Total, ne? Ist das die? Die war doch mal bei Stefan Raab, ne? Ich glaube, das ist dieselbe Frau. Die kann rückwärts sprechen. Und wenn man das dann andersrum abspielt, dann ist das ein deutscher Satz, genau. Nichts damit anfangen, was war das? Das war deutsch rückwärts gesprochen. Deutsch rückwärts gesprochen. Und das kann man auch jetzt mal vorwärts wieder hören. Herr Reichert, ich werde das Kauderwelsch mal in entgegengesetzte Richtung laufen lassen und dann werden Sie ja hören, was dabei rauskommt. Das interessiert mich ehrlich. Grüß Gott, Herr Reichert. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auch, dass Sie heute hier sind, denn das ist faszinierend, was Sie da machen. Herr Köck, ja, ist er dann. Sie haben das mitbekommen, was die Frau Nick da so kann. Jetzt hätte ich gern den Satz von Ihnen. Den geben wir nämlich Frau Nick als Aufgabe. Ja, kann das auch so mal ein Sport sein oder irgendwer? Das kann aus dem Sport sein, natürlich. Bitte? Oder ein Spruch? Sie können auch einen Spruch sagen, wenn er nicht lang ist. Also er darf nicht elend lang sein. Ja, ich sag bloß, Morgenstund hat Gold im Mund. Ne? Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, wie wär's denn damit, Frau Nick, mit der Morgenstund? Nur mit Lokta nutzt ne Grom. Ja, und jetzt wieder auf die andere Seite. Morgenstund hat Gold im Mund. Morgenstund hat Gold im Mund. Waren Sie mit dieser Morgenstunde zufrieden? Ja, und mit der Abendstunde auch. Ein bisschen abgehakt klingt es ja schon, ne? Aber ich bedanke mich fürs Mitspielen und wie gesagt, den Preis kriegen Sie recht bald. Also einen guten Abend. Dankeschön, wieder. So, jetzt wieder zu Ihnen, Frau Nick, mit der Sprache. Das ist ja ausgezeichnet, aber ich glaube, Sie haben so viel trainiert, dass Sie irgendwann mal sagten, sprechen alleine gleich zitiert macht man nicht so viel aus Spaß. Dem Nekronomikon. Ich kann sogar Lieder singen. Lieder, rückwärts. Sehr gut. Ja. Ich glaube Ihnen das unbehört, aber es könnte sein, dass die Zuschauer die Probe aufs Exempel haben wollen und denen müssen Sie es eben nun mal beweisen. Würden Sie das bitte tun? Gerne, Herr Reichert. Meine Damen und Herren, Katja Nick wird Ihnen also jetzt eins von hinten nach vorne singen. Was wird sie? Händersche Fürsch. Könnte man schwäbisch dazu sagen. Singen kann sie auch rückwärts? Was genauso viel heißt, von hinten nach vorne. Ich weiß, was es ist. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Da, 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 bam, bam, bam. Das hat sie gerade gesungen. Das habe ich erkannt. Müsste mich sehr irren, wenn es das nicht ist. So, jetzt spielen wir es um. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Bitte. So, bitte. Hier, halt, Luft, Luft, Luft.
Luft. Ja. Oh, du selbst was verpufft, Luft, Luft, in dem Luft, 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 dieser Luft, 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 ja, ja. Ja, 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 das ist die Berliner Luft, 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 Luft. So, genau. Mit ihrem holden Luft, 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 oh, du selbst was verpufft, Luft, Luft, das ist die Berliner Luft. Na, da haben wir aber viel Berliner Luft ins Studio reingelassen. Recht schönen Dank. Durch vorwärts, rückwärts ist der Leitspruch von Frau Nick. Und damit Sie, liebe Zuschauer, in dieser Richtung auch ein bisschen vorwärts kommen, würde ich sagen, trinken wir doch ein Tröpfchen. Denn wenn wir das tun, geht es vielleicht ein bisschen leichter. Dieses Tröpfchen. Was ist das für eine Saufnase? Der hat denn ja nur ans Saufen die ganze Zeit. Trinken wir doch mal ein Tröpfchen. Soll ich ihm Klare zuschicken? Ja, machen wir. Frau Nick, Kredenzen. Nösch ne Bildsatze, Iv, anders us o. Nösch o, schod ne Bildsatze, Iv, anders us o. Nicht pörtle knäh, nin jait mit so. Nicht pörtle chon am knirrt, nicht pörtle chon am knirrt. Nicht pörtle knäh, nin jait mit so. Nicht pörtle chon am knirrt, nicht pörtle chon am knirrt. So, auch das spielen wir jetzt wieder um. Ich kann auch nicht. Trink mal noch ein Tröpfchen, trink mal noch ein Tröpfchen. Aus dem kleinen hängt das Tröpfchen. Fängt die auch trink nur an saufen, oder was? Trink mal noch ein Tröpfchen. Aus dem kleinen. Weil Berliner Luft ist ja auch was zum Saufen. Oh, Susanna, Alter, eine wie Saufsendung. Ist das Leben noch so großartig. Oh, Susanna, wie ist da hat man ja richtig Bock, sich einen reinzuballern hier bei der Sendung. Recht herzlichen Dank. Nochmal Applaus für Katja Nick. Meine Damen und Herren, für uns heißt es jetzt, spielen wir noch ein Spielchen, spielen wir noch ein Spielchen. Das ist unsere dritte Telefonrunde, wieder mit einem neuen... Ja, ich dachte, man muss auch noch, wenn Sie jetzt einen Satz rückwärts sagten, dann muss man raten, was es vorwärts sein soll. Das war ja, wurde ja gar nicht geraten, ne? Das ist einfach nur so eine Einlage gewesen, oder was? Merkwürdige Sendung. Frank, du hast einiges zu erklären gleich. Gut, mit einem neuen Start und wir gehen... Wenn ich richtig sehe, zu Birgit Schröder nach Köln in die Trajanstraße 21. Guten Tag, Frau Schröder. Ja, guten Tag. Sie sind dran. Ja. Sie wissen, worum es geht, um 200 Mark. Das ist die Startgebühr sozusagen. 60 Sekunden haben Sie Zeit. Ja. Das Strickmuster der Fragen kennen Sie auch. Ja. Wollen Sie gleich anfangen? Noch eine Frage. Ja. Ich brauche ja nicht immer Ihre Antwort abzuwarten, nicht? Sie brauchen nicht meine Antwort abzuwarten. Sie können sich diesem Punkt voll anvertrauen. Der wird Ihnen das auch sagen, beziehungsweise optisch eben zeigen. Bitte schön. Lebewesen. Gegenstand. Zum Essen. Möbel. Wohnung. Kleidung. Naja, Reisen. Gut, damals war das Fernsehen ja noch analog, fast live. Echt. Also, es gibt so viele. Es gab kein großes Delay, ne? Wie heutzutage. Sonst wäre das ja gar nicht möglich ohne seine Ansage. Deswegen konnte man ja auch den goldenen Schuss und sowas machen. Das geht ja heute gar nicht mehr. Da kommen Sie ganz kalt Auto. Weg. Straßenbahn, nee, ist ja kein Gegenstand. Ein großer. Bus. Moped. Auto. Ein großer Gegenstand. Schrank. Nee, Sie haben mich missverstanden. Die Straßenbahn wäre ein großer gewesen. Ich unterbreche mal schnell. Ich habe Sie da ein bisschen gestört. Jetzt fangen Sie wieder an, bitte. Also Sie haben sich da von mir aufs Glatteis führen lassen, als Sie sagten, ja, Gegenstand großer und ich dann sagte, die Straßenbahn wäre ein sehr großer. Also bitte schön, ja, weiter. Fernsehen. Vase. Blumen. Nee. Koffer. So ein wirres Zeug. Das ist aber auch... Es tut mir leid. Es hat nicht geklappt. Das habe ich mir aber schon gedacht. Aber Sie haben auch wieder das Starthandicap. Mhm. Gehabt. Sie bekommen ein Geschenk. Jetzt ist gerade in Köln doch vermutlich der Karneval groß. Wollen Sie vielleicht ein hübsches Kostüm oder so? Nee, ach, die Frau kriegt nichts zu saufen. Was wollen Sie haben? Am liebsten ein Buch. Ein Buch? Studium, die sind zu teuer. Ja, dürfen wir Ihnen auch vielleicht zwei oder drei oder vier Bücher schenken? Oh, Sie können mir auch noch mehr Bücher schenken. Ja, gut, okay. Aber jetzt nennen Sie mir doch, da Sie sagten für Ihre Studien, ein paar Titel. Ach, das ist einmal Bucher, Histologie und Zytologie. Aha. Kostet so um die 60. Ja, jetzt passen Sie auf. Wir rufen Sie morgen an. Ja, würde ich auch sagen. Sie schreiben uns das. Und Sie bekommen von uns mindestens, das verspreche ich Ihnen, ein Buch. Einverstanden? Nein.
Danke. Recht schönen guten Abend. Ja. Wiederschauen, wiederhören. Bei 60 Mark, so, der horcht da auf. Jetzt Christa, das wird zu teuer. Kunkel in Berlin in der Uhlandstraße. Hallo, Frau Hallo? Kunkel. Ja. Einen recht schönen guten Abend. Guten Abend. Sie habe ich leider wohl ohne Bild. Sie haben keins geschickt. Kein Bild mitgeschickt, nee. Hey. Ja, deshalb warten Sie aber trotzdem mit. Wollen Sie gleich anfangen? Also mit Gegenständen hat es aufgehört, ja? Ja, mit Gegenständen hat es aufgehört. Wollen wir starten? Gebrauchsgegenstände, oder? Man kann das auch in gewisser Weise als Gebrauchsgegenstand vielleicht. Kleidung? Kalt. Hauswirtschaft? Das ist doch ein Foto. Schreiber, so Schreibwaren? Nein. Klein, groß? Da kann ich Ihnen sagen, sowohl als auch. Klein? Ja, auch oft klein. Gibt's aber auch groß? Ja. Gibt's auch groß, ja. Haben wir doch verstanden. Männlicher Gebrauchsgegenstand? Männlicher? Ja. Ja, für Männer oder Hat wie? Sie jetzt an Penis gedacht oder was? Nee, nee. Für Frauen? Sowohl als auch. Dildo? Viele können es gebrauchen. Kinder? Auch, können es auch gebrauchen. Was zum Spielen? Man spielt auch manchmal vielleicht Löffel. Damit. Löffel. Elektrik. Vielleicht ist es auch in elektrischen Gegenständen drin. Mag sein. Noch vier? Oh, ja. Knopf? Knopf, nein. Tut mir leid. Das war's nicht. Sie haben es also nicht geschafft. Diese Runde ist ausgegangen mit Vertagung. Wie das Hornberger Schießen. 400 Mark standen zur Diskussion und 400 Mark übernehmen wir jetzt also auch in die nächste Sendung. Der nächste Starter in der nächsten Sendung beginnt also mit dem Startgeld von 600 Mark. Bei Ihnen aber, Frau Kunkel, bedanke ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und einen guten Abend noch. Danke, gleichfalls. Wiederhören, wiederschauen. Da kriegt sie keinen Trostpreis, oder wie? Meine Damen und Herren, das war also... Warum kriegt sie denn keinen Trostpreis? Runde zwei wurden das geht das nach Punktdünken bei dem Kerl, oder was? Rätselwörter wurden gelöst. Im dritten Fall ging es nicht so gut. Dieses Rätselwort, was jetzt im Safe ist, übernehmen wir in die nächste Sendung mit, wie gesagt, 600 Mark beginnt der nächste Rater in der nächsten Sendung. Doch kommen wir jetzt zu unserem Denksport wieder, zu unserem letzten Denksportspiel. In einem kurzen Film zeigen wir Ihnen das Kommen und Gehen in einem Zugabteil. Insgesamt sind das vier Szenen und das ist für Sie das Schwierige daran. Wir haben diese vier Szenen in der falschen Reihenfolge zusammengesetzt und Ihre Aufgabe ist es nun, die richtige Reihenfolge wieder herzustellen. Passen Sie also ganz genau auf. Um Ihnen das Spiel ein bisschen zu erleichtern, haben wir vor jede Szene eine Zahl gesetzt, also von 1 bis 4. Machen Sie sich ruhig wieder Notizen, es sind 500 Mark zu gewinnen. Alles klar. Noch jemand zugestiegen, bitte? Danke. Ja. Der Schwarze wird nicht kontrolliert, oder was? Muss ja dann der Nacht sein, wenn er eben noch saß. Also 2 kommt nach 1 auf jeden Fall. Guten Abend. Ja, das ist denn 1-3-2, würde ich sagen. 1-3-2. Ja, das ist das erste. Also 4-1-3-2 ist die Reihenfolge. 4-1-3-2.
wenn ich richtig aufgepasst habe. Die Aufgabe habe ich auch verstanden. Einmal die vier Schlüsselsituationen im Foto. Bitte die Fotos. Erste Szene, der Neger sitzt, der Schaffner kontrolliert die Frau. Der Neger sitzt? Zweite Szene, der Neger geht. Dritte Szene, der Mann mit Hut kommt. Das ist ein Weißer. Warum ist das? Vierte Szene, die Frau kommt. Schreiben Sie diese Zahlen in der von Ihnen erratenen Reihenfolge auf die Lösungspostkarte, also 1, 2, 3, 4 oder wie immer Sie meinen, dass die Lösung richtig wäre. Hier noch einmal 1, 3, die 2. Gesamtansicht der Fotos. Das war noch nicht allzu schwer. Der Neger kommt und der Neger geht wieder. Und damit haben wir die drei Denksportaufgaben auch hinter uns abgehakt. Fertig ist die Sendung fast. Schreiben Sie auf diese Seite der Karte die drei Lösungen. Also, der Stammtisch trifft sich nach jeweils so und so vielen Tagen. Es sind zusammen so und so viele Mädchen. Die Reihenfolge der Szene lautet und dann diese Zahlen. Und das Ganze ja, die Mädchen haben wir nicht gesehen. An diese das war rausgeschnitten, leider. Es hält. An das Südfunkfernsehen, heiß oder kalt. 7000 Stuttgart 1, Postfach 3003. Jede richtige Lösung bringt 500 Mark. Insgesamt können Sie also 1500 Mark gewinnen. Wenn mehrere richtige Lösungen eingehen, müssen wir selbstverständlich natürlich auslosen. Wer das nächste Mal auch telefonisch mitspielen will, schreibt auf seine Postkarte seine Vorwahl und seine Telefonnummer. Wenn Sie zusätzlich noch ein Bild von sich, ein Foto oder ein selbstgemaltes Bild draufkleben wollen, bitteschön, das ist Ihnen überlassen. Wir freuen uns drüber und zeigen es Ihnen dann auch wieder. Und die Adresse, unsere Adresse, sagt Ihnen jetzt gleich meine reizende Kollegin. Übrigens, wenn Sie heute beim Telefonspiel nicht dabei waren, Ihre Postkarte ist natürlich in den nächsten Spielen immer in der Auslosung mit drin. Die nächste Sendung ist am Mittwoch, dem 28. Februar um 21 Uhr. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, Mitdenken. Ihr Hans-Dieter Reichert. Was ist das für eine Sendung? Guten Abend, meine Damen und Herren, zum zweiten wieder. Mal heute heiß oder kalt mit Zuschauern im Studio. Das ist eine solide Für alle Sendung. Diejenigen, die unsere Denkspielereien noch nicht kennen, schnell den Programmfahrplan. Während der nächsten Dreiviertelstunde stellen wir drei Denkaufgaben, deren Lösungen Sie uns auf einer Postkarte schicken sollen. Preis pro Lösung 500 Mark. Das zweite Element der Sendung ist das Telefonspiel, für das ich jetzt gleich die Teilnehmer auslosen werde. Und als drittes Element haben wir einen kurzen Unterhaltungsteil, damit sich Ihre kleinen grauen Zellen nicht verkrampfen, dass Sie ganz schön locker sind. Zuerst also ziehe ich die Telefonspieler. Diese 1000 Karten sind vorausgelost worden und aus diesen 1000 ziehe ich 15. Das sind die Mitspieler der heutigen Sendung plus der Reservisten. 1, 2, 3... 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, was gibt's denn noch? 12, 12, oh Gott, 13, das kann man auch vorher 14, schon machen, das muss auch nicht vor den Zuschauern gemacht werden. Noch 15. Und diese Karten wieder mein an die Nervenkostüm Kollegen wird langsam dünn, ihr merkt das schon. Telefonhäuschen. Ja. Ja. Und bevor wir Sie jetzt mit unserer ersten Denkspielerei vertraut machen, möchte ich Ihnen die Lösungen und die Gewinner der ersten Sendung vom 31. Januar nennen. Die erste Aufgabe hatte der Schweizer Kabarettist Cäsar Kaiser in Form eines Sketches gestellt. Die Frage war, nach jeweils wie vielen Tagen trifft sich ein Stammtisch, ist vollzählig,
wenn der erste Stammtischler jeden Tag, der zweite jeden zweiten, der dritte jeden dritten, der vierte jeden vierten und so weiter, bis zum siebten, der also jeden siebten Tag an den Stammtisch kommt. Tatsächlich sind die Herren ziemlich selten vollzählig an diesem Stammtisch, nämlich alle 420 Tage. Und 420, Oha, das haben vorhin welche im Chat geschrieben, 420, sehr gut. Vielfache der Zahlen von 1 bis sehr gut, 7. Leute, das haben vorhin welche geschrieben, tatsächlich. Die erste richtige Lösung auf ihrer Lösungspostkarte. Wer nicht rechnen wollte, konnte es auch machen wie Frau Neumann aus Düren, die das richtige Ergebnis durch schieres Abzählen herausbekam. Nach 6 Meter Papier war sie schließlich beim 420. Tag. Mit weniger Papier, dafür aber mit mehr Farbe, kam eine andere Zuschauerin zum selben richtigen Ergebnis. Und ein ganz Gescheiter hat sogar seinen Computer damit gefüttert. Sehen Sie, hier drauf, ja. Dem klugen Kerlchen hat er das eingegeben und siehe da, auch da kam 420 raus. Die zweite Aufgabe hatte der Düsseldorfer Werbefotograf Charles Wilb. Die haben wir nicht gesehen. In einem Film. Seine Aufgabe, zwei Fotografen haben zusammen Mannequins. Wenn der eine dem anderen, also der A dem B, ein Mannequin leiht, hat der andere doppelt so viele. Also sehen Sie beispielsweise so. Gibt aber der andere dem einen eins, dann haben beide gleich viele. Sie sehen, es stimmt. Und die Frage war, wie viele Mannequins sind das zusammen und die richtige Zahl musste heißen 12. Sie können abzählen, es stimmt. Okay, das haben wir nicht gesehen. Das war also diese Geschichte. Und jetzt unsere dritte, unsere optische Aufgabe, das war offensichtlich die leichteste, denn für diese Aufgabe haben wir die meisten richtigen Lösungen. Ja, deswegen konnte ich sie auch beantworten. Es gab wenig falsche Resultate. Wir hatten 4 nummerierte Szenen in einem Zugabteil in falscher Reihenfolge angeordnet. Und Ihre Aufgabe war es nun, die richtige Reihenfolge herzustellen. Ich zeige Ihnen diese richtige Reihenfolge auf unseren Fotos. Zuerst die Szene 4. Der Neger sitzt und die Frau kommt. Und da muss ich Ihnen eine kleine Erklärung abgeben. Es wurde uns geschrieben, sagt doch nicht immer Neger, das ist Diskriminierung. Aber ich empfinde dabei überhaupt keine. Genau. Aber wenn Sie wollen, ich kann natürlich auch sagen, in Zukunft der Farbige. Dann Szene 1. Der Schaffner kontrolliert die Frau. Dann die Szene 3. Der Mann mit Hut kommt. Und schließlich die 2. Der Farbige verlässt das Abteil. Ach, guck mal hier. 1, 3, lass dich auch nicht beeinflussen von dem Woken-Pack. Also sag doch einfach weiter, Neger. Bestimmt. Es sind sehr viele richtige Lösungen, meine Damen und Herren, bei uns eingegangen. Und unter juristischer Aufsicht. Der Unterschied, haben wir nun damals gab es nur Post von Zuschauern. Heute hätte er die zweite Sendung nicht mehr gemacht. Heute wäre nach der ersten Sendung Schluss. Das ist der Unterschied. Zogen. Eine richtige Lösung hatte Frau Ursula Jungklaus in Bad Münder und gewann 500 Mark. Zwei richtige Lösungen hatte Frau Laura Ziegler aus Schweinfurt und gewann damit 1000 Mark. Und Frau Jutta Molzberger aus Taunusstein hatte alle 3 Aufgaben richtig gelöst und hatte auch noch das Glück, ausgelost zu werden. Sie gewann 1500 Mark. Recht herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern der ersten Sendung. Bedanken möchte ich mich aber bei all denen, die überhaupt mitgespielt haben und uns ihre Lösungspostkarten schickten.